alles Wissen nicht raten, wie ein Riesenspeicher, den man füllen muss. Doch was muss, das muss, und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause, in meine Welt durchs Internet. Ach, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen. Ja, das sind Karten für die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg. Mein weißer Bruder, der lesende Wurm, hat die große Buchtrommel geschlagen und mich gerufen, damit wir gemeinsam nach Bad Segeberg reiten. Ja! Ja. Ey, hier sieht's ja immer noch so beschissen aus. Was soll denn das heißen? Das soll heißen, dass du endlich mal aufräumen sollst. Ich räume jetzt hier auf. Hilfe, wie sieht's denn hier aus? Sag mal irgendwas, was du haben willst. Gib mir mal mein Ladegerät. Bist du dir eigentlich ganz sicher, dass dein komisches Ladegerät wirklich hier war? Natürlich bin ich mir ganz sicher. Ich wollte nur mal eben das Ladegerät zurückbringen. Ich komme erst, weil sie mir versprechen, dass ich hier auf Schloss Einstein bleiben darf. Um die Zustimmung der zuständigen Stellen kümmern wir uns später. Was macht der denn da schon wieder? Der da heißt Dennis und darf auf dem Einstein bleiben. Ihr habt die Wahl, er oder ich. Und wer ist derjenige, der dich rausgeworfen hat? Dennis. Wir hätten ihn nicht so rausschmeißen dürfen. Ich weiß nicht, was du hast. Er ist doch freiwillig gegangen. Das sehe ich auch so. Könnt ihr mir mal bitte sagen, was hier los ist? Dennis, hast du Sven aufgefordert, das Zimmer zu verlassen? Ich? Ja, du. Seit wann bestimmst du, wer hier im Zimmer bleiben darf und wer nicht? Augenblick, Nadja. Dennis ist unschuldig. Sven hat gesagt, entweder er oder ich. Das stimmt. Und wir hatten Dennis versprochen, dass er hier bleiben darf. Und was wir versprechen, halten wir. Heißt es etwa, ihr findet es gut, dass Dennis in meinem Bett schläft? Warum denn nicht? Du hast dich doch für diese Nacht verabschiedet. Und warum soll er auf diesem Klapperbett schlafen, wenn du eh nicht da bist? Oh, schlaf jetzt weiter. Okay, wenn ihr unbedingt wollt, dann spielen wir Kindergarten. Tobias, zeigst du mir bitte mal dein Bettchen? Das da? Was soll denn das? Würdest du bitte auf deinem Bettchen Platz nehmen? Leon, welches ist deins? Hier. Sehr schön, darf ich bitten? Dennis! Dennis! Was ist denn noch? Tu nicht so, als ob du schon schläfst. Worauf wartest du? Dann ist ja wohl alles klar, Sven, oder? Soll ich dir noch ein Schlafliedchen singen? Puh. So, meine Lieben. Macht's gut. Bis morgen. Oh, nö. Wer ruft denn um diese Zeit noch an? Schloss Einstein hier. Emanuel Stolberg, guten Abend. Wer ist da bitte? Hier spricht Frau Hansen. Ach, Frau Hansen? Das ist eine Überraschung. Sind Sie wieder im Lande? Nein, nein. Ich bin noch unterwegs. Ach, wo sind Sie denn gerade? In Australien. In Australien? Aber wir brauchen Sie dringend hier. Ich wollte Ihnen nur sagen, ich habe beschlossen, in Sydney zu bleiben. Habe ich Sie eben recht verstanden? Ja. Ich bleibe in Australien, aber das hat nichts mit Ihnen zu tun. Na, das tröstet mich. Sagen Sie mal, warum kommen Sie denn nicht zurück? Irgendwie bin ich der Faszination dieses Kontinents erlegen. Ach so. Ja, also, offen gestanden, also, ich finde das unmöglich, Frau Hansen. Weiß denn ihr, was ich meine, der Kollege Haller schon Bescheid? Ich habe ihm meine Entscheidung per Brief mitgeteilt. Ich hoffe, Sie halten mich trotzdem in guter Erinnerung. Und grüßen Sie die Kollegen. Frau Hansen? Das gibt's doch nicht. Ich bin der Faszination dieses Kontinents erlegen. Wahrscheinlich hatte diese Faszination zwei Beine und einen Bart. Na, Ruhe! Hör doch mal auf mit der Rumknarrerei. Dafür kann ich nichts. Das ist das blöde Klapperbett. Natürlich kannst du was dafür. Das machst du doch mit Absicht. Hör endlich auf. Dabei kann doch kein Mensch schlafen. Stopp, bis jetzt. Hast du dir was getan? Ich glaube, es gibt eine Beule. Zeig mal. Das wirst du überleben. Was ist denn nun schon wieder kaputt? Du siehst es doch, das Klappet hat seinen Geist aufgegeben. Das habe ich doch gesagt, das macht es nicht mehr lange. Und was machen wir jetzt? Du kannst ihn ja mit in deinem Bett schlafen lassen. Was haltet ihr davon, wenn wir unsere Decken übereinander packen? Dann kann ich Dennis darauf legen. Ich weiß was Besseres. Und was, du Schlaukopf? Ihr legt eure Matratzen nebeneinander. Ey, warte mal.
gar nicht so blöde Idee. Los, wenn dann auch. Nee, lass mal. Ich schlaf lieber allein. 3, 2, 1. Alle Vögel fliegen hoch. Mann, was soll das? Habt ihr sie noch alle? Jetzt ja. Ach, hallo, hallo. Wie schön, dass Sie wieder gesund sind. Was? Ach so, danke schön. Guten Morgen. Hatten Sie schöne Ferien? Ich? Ja, natürlich. Wie schön denn? Sehr schön. Seit wann hast du den Ring in der Nase? Seit gestern. Wie finden Sie ihn denn? Ja, ist ganz schön. Wo waren Sie im Urlaub? In Spanien. Sind Sie da krank geworden? Nein, da war ich schon längst wieder zu Hause. Was ist eigentlich mit Frau Hansen? Wieso? Was soll mit ihr sein? Wann kommt sie denn wieder? Wieso ist sie noch nicht? Hallo, Herr Haller. Hallo. Schön, Sie gesund und munter zu sehen. Dankeschön. Kann ich Sie einen Augenblick nachher sprechen? Ja, von mir aus sofort. Ich muss bloß noch die Sachen ins Lehrerzimmer bringen. Am besten wäre es in der nächsten Pause, ja? Okay. Sagen Sie mal, wussten Sie gar nicht, so, meine Damen, jetzt will ich Sie nicht länger aufhalten. Ihr habt sicher noch nicht gefrühstückt, oder? Also, bis später. Bis dann. Tschüss. Ciao. Sag mal, denkt ihr das Gleiche, was ich denke? Was denkst du denn? Mann, bist du blöd. Die Haller und die Hansen hatten Stress im Urlaub. Nein. Nein. Oh, nein. 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 Aua. Bist du jetzt völlig verrückt geworden? Hilfe! Was ist denn jetzt schon wieder los? Wenn wir mich umbringen! Lass ihn sofort los! Das ist ja wohl das Schärfste, was ich seit langer Zeit erlebt habe. Dieses kleine Monster zieht mir mitten in der Nacht seine Krallen durchs Gesicht und ihr? Dennis, dir? Denkst du, ich hätte mich selber so zerkratzt? Aufstehen! Was ist denn hier passiert? Dennis' Klappbett ist mitten in der Nacht zusammengebrochen. Und haben wir gedacht, bevor wir dich wecken, versuchen wir es mal so. Verstehe. Und was ist mit dir los, Sven? Wo hast denn die Kratzer her? Das war Dennis, der wollte mich mitten in der Nacht umbringen. Aber du glaubst mir sowieso nicht. Stimmt das, was Sven sagt? Weiß ich nicht. Ich habe geschlafen. Ich auch. Und was ist mit dir, Dennis? Ich habe etwas Schreckliches geträumt. Als ich aufgewacht bin, lag Sven über mir. Herr Rhein ist offen. Hallo. Christine, das ist ja eine Überraschung. Wo kommst denn du so plötzlich her? Direkt aus London. Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Wie geht's dir? Danke, sehr gut. Ich bin eigentlich nur auf der Durchreise. Lukas, Lukas, nun komm schon rein. Onkel Heinz beißt dich nicht. Stimmt, ich beiß nur Käsebrote. Guten Tag, Onkel Heinz. Kann ich irgendwas Gutes für euch tun? Also, um ehrlich zu sein, ja. Also, ich bin auf dem Weg zu einem Bewerbungsgespräch nach Wittenberg. Und wo ist das Problem? Na ja, ich wollte Lukas eigentlich bei meiner Freundin in Berlin lassen. Aber bei deren Kindern sind nun ganz plötzlich die Windpocken ausgebrochen. Verstehe. Jetzt brauchst du jemanden, der auf Lukas aufpasst. Ja, also könntest du vielleicht... Kein Problem. Wann bist du wieder hier? Der Termin ist um 12. Ich denke, am späten Nachmittag bin ich wieder da. Ich beeile mich auch. Nicht nötig. Wie sagt der Tiger zum Bären auf der Reise nach Panama, ein Nachbar muss dem anderen doch helfen. Lukas, sagst du bitte Lili und Mariechen Bescheid? Ach, Heinz, du bist wirklich meine Rettung. Mariechen, oh, ich danke dir. Lili und Mariechen? Heinz freut sich schon auf uns. Hab ich Sie recht verstanden? Dennis und Sven sind aufeinander losgegangen. Den Kratzspuren nach, ziemlich heftig sogar. Und wer hat angefangen? Danke. Das weiß ich auch nicht. Sven sagt, Dennis hätte... Und Dennis behauptet Sven, das übliche Spiel. Nicht ganz. Dennis... Oh, pardon. Ich bin gleich wieder draußen. Ich habe gute Nachrichten. Wir haben übermorgen einen Termin beim Jugendamt. Ah ja, so. Frau Kunz und ich, wir sprechen gerade über Dennis. Ja, ja, gibt's was Neues? Ja, das kann man so sagen. Dennis hat heute Nacht dem Sven den ganzen Hals zerkratzt. Oh, der kleine Dennis dem großen Sven, das glauben Sie doch wohl selber nicht. Doch, aber Dennis hat gesagt, dass er einen Albtraum hat und sich deshalb an nichts erinnern kann. Ein Albtraum? Das überrascht mich nicht. Und warum nicht? Der Heimleiter erwähnte sowas schon mir gegenüber. Und das führt sogar so weit, dass der Junge manchmal aus dem Bett fällt.
Ja, aber die beiden werden doch wohl nicht zusammen in einem Bett schlafen, oder? Ja, natürlich nicht. Letzte Nacht schon. Wieso das denn? Weil Dennis' Klappbett zusammengebrochen ist und die anderen drei ihre Matratzen zusammengelegt haben. Und da Sven sowieso schon sauer auf ihn war, hat er die Gelegenheit genutzt. Das sehe ich anders. Der kleine Dennis hat es auch faustdick hinter den Ohren. Richtig. Wenn der etwas unbedingt will, dann setzt er es ohne Rücksicht auf Verluste durch. Ja, aber was soll ich denn nun machen? Soll ich den Termin beim Jugendamt absagen? Nein, natürlich nicht. Aber wir sollten allesamt Obacht geben, dass der kleine, zauberhafte Dennis nicht unser ganzes Internat auseinandernimmt. Oh, Susanne, oh, don't you cry for me. Oh, Frau Geimitz, sie reicht uns ihre Hand und führt uns auf den rechten Weg ins Mathe-Wunderland. Das ist aber sehr hübsch, bravo. Daran könnte ich mich glatt gewöhnen. Soll ich nochmal? Oh, Frau... Dennis, danke, das reicht. Setz dich bitte auf deinen Platz. Wo sind denn eigentlich Sven und Tobias? Weiß jemand, wo die beiden sind? Entschuldigung, Frau Galwitz, wir mussten noch kurz was besprechen. Ah ja. Kann man das nicht vorher oder nachher klären? Sven, wo willst du denn hin? Mich hinsetzen. Ja, dein Platz ist, wenn ich mich recht erinnere, neben Dennis. Ich kann aber genauso gut hier sitzen. Nein, das kannst du bitte nicht. Setz dich da auf deinen Platz. Ich setz mich nicht neben den. Sven, du benimmst dich unmöglich. Erst kommst du zu spät zum Unterricht und dann machst du so ein Theater. Die können sagen, was sie wollen. Ich setz mich nicht neben den da. Der da heißt Dennis und du setzt dich jetzt dahin. Ja, Tobias? Sven und Dennis haben sich heute früh ziemlich gestritten. Danke, aber es ist noch lange kein Grund, die Sitzordnung eigenmächtig zu ändern. Hast du mich verstanden, Sven? Frau Galwitz, wenn Sie wollen, kann ich mich neben Dennis setzen. Ja, so weit kommt's doch. Schluss jetzt. Ich fange nicht eher mit dem Unterricht an, bis du auf deinem Platz sitzt. Danke. Die Hausaufgaben, bitte. Dennis, bleibst du bitte auf deiner Seite und störst Sven nicht? Verdammt, wo ist denn jetzt dieser Kinderkanal? Mama sagt immer, man soll nicht fluchen. Jim wird hier im Nummerland bleiben. Das ist Jim Knopf, das kenne ich. Na prima. Ich bin in 10 Minuten wieder da, ja? Ihr bleibt inzwischen brav sitzen, nicht? Ach, Lukas, du passt ein bisschen auf Lilly und Mariechen auf und dass du mir keine Sachen mit dem Pustrohr machst, verstanden? Ja, natürlich, Onkel Heinz. Das kenne ich schon, das habe ich schon mal gesehen. So leise ich aber nicht. Das kenne ich schon, 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 das kenne ich schon. Wer seid ihr denn? Wir sind zu Besuch bei Onkel Heinz. Bei Herrn Pasulke? Ja, und was macht ihr jetzt hier? Gucken fern, das siehst du doch. Die Couch ist zum Sitzen da. Lass meine Schwester in Ruhe. Die kommt jetzt sofort da runter. Hey, lass mich los. Wenn ihr nochmal darauf klettert, dann binden wir euch auf dem Sofa fest. Gefallen mir aber überhaupt nicht, ganz und gar nicht, weil sie gefährlich sind. Hey, warst du das? Und weil ihr hier keine Hose zerrissen habt. Natürlich warst du das. Lukas, stehen bleiben. Lukas, 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 Lukas. Ja, bitte. Störe ich? Nein, Sie stören nicht. Kommen Sie rein. Ganz im Gegenteil. Sie sind vielleicht meine Rettung. Wovor kann ich Sie denn retten? Es geht nicht um mich, sondern vielmehr um den Stundenplan. Können Sie vielleicht am Dienstag die 3. Stunde in der 7. übernehmen? Und warum? Ich verstehe Ihre Frage nicht ganz. Frau Hansen steht doch ab sofort im Internat nicht mehr zur Verfügung. Frau Hansen steht nicht mehr zur Verfügung? Nein. Ja, wussten Sie das denn nicht? Haben Sie denn keinen Brief bekommen? Was für ein Brief? Ja, ein Brief von Frau Hansen. Haben Sie den nicht bekommen? Nein, wir hatten uns eine Denkpause verordnet. Himmel. Und das tut mir leid, dass Sie das jetzt so von mir erfahren. Sie rief gestern an. Sie bleibt in Australien, Sydney. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Hat sie Ihnen vielleicht per Telefon auch noch gesagt, dass sie die Verlobung mit mir lösen will? Nein, das natürlich nicht. Also glauben Sie mir, im ersten Moment begreift man überhaupt nichts. Ich weiß, wovon ich rede. Das ist doch unglaublich. Ich hätte sie für mutiger gehalten. Also ich auch. Entschuldigung. Tja, unter diesen Umständen, da vergessen wir wohl die 3. Stunde am Dienstag was. Wollen Sie vielleicht lieber nach Hause gehen? Nein, geht schon. Also, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, dann lassen Sie mich das wissen. Vielen Dank.
Aber damit werde ich wohl besser alleine fertig. Sagen Sie, glauben Sie wirklich, dass wir extra deswegen eine Konferenz einberufen sollen? Haben Sie einen besseren Vorschlag? Nein, aber finden Sie nicht, dass wir das Ganze ein wenig zu hoch hängen? Ich denke, dass alle Kollegen über die Situation informiert sein sollten. Nicht zuletzt doch, damit Sven und Dennis uns nicht gegeneinander ausspielen können. Naja, apropos Konferenz, hat man denn wieder mal was von Frau Hansen gehört? Sie hat mich angerufen. Und? Was hat sie gesagt? Sie hat gekündigt. Gekündigt? Und wieso? Schreit sie doch! Fahre ich das erst jetzt? Eben diesen Umstand wollte ich auf der Lehrerkonferenz bekannt geben. Sie bleibt in Australien. Ja, aber das geht doch nicht. Das Schuljahr hat doch bereits begonnen. Wem sagen Sie das? Ja, dann müssen Sie zurückholen. Aus Australien? Wie stellen Sie sich das denn vor? Ja, dann müssen Sie Ersatz besorgen. Ja, sicher. Daran habe ich auch schon gedacht. Frau Botenstein hatte sich doch vor den Ferien bei uns beworben. Der habe ich doch bereits abgesagt. Ja, rufen Sie sie noch mal an und sagen ihr, dass sich die Situation geändert hat. Sagen Sie, wie hat denn der Kollege Haller darauf reagiert? Ob Sie es glauben oder nicht, er wusste nicht mehr davon. Aua. Entschuldigung. Alles in Ordnung. Kannst du mir mal zeigen, wie man Bagheera malt? Tut mir leid, sowas kann ich nicht. Kannst du ein Pantane? Nein, aber ich kann es ja einfach mal probieren. Ihre Kleinen sind echt süß. Ja, das kann schon sein, aber kann mir einer mal sagen, was das hier soll? Wir malen uns nur ein Dschungelbuch. Wo habt ihr die Kreide her? Von denen da. Seid ihr verrückt geworden? Wieso? Das sieht doch toll aus. Ja, aber so geht's ja nun mal nicht. Und ich bin Mogli. Und ich Bagheera. Wollen Sie nicht mitspielen, Herr Pasulke? Ich? Ja, Pasulke, Sie wären wirklich ein wunderbarer Balu. Au ja, Onkel Heinz, brumm mal. Ich brumm euch gleich mal was. Jetzt ist Schluss hier. Ach, kommen Sie, das kann man doch nachher wieder wegwischen. Wer, Mann? Na, wir alle. Na, dann fangen wir am besten alle gleich mal an. Ach nein, Onkel Heinz, wir haben noch gar nicht richtig gespielt. Oh Gott, schon so spät. Du, Paula, wir müssen weg. Wir sind nämlich noch mit Thekla verabredet. Tut uns leid, Herr Pasulke. Aber wenn Sie vor Nachmittag keinen Babysitter mehr haben, wir schauen gerne mal vorbei. Vielen Dank für das Angebot, aber die drei werden in 2 Stunden abgeholt. Na dann, viel Spaß noch und passt schön auf euren Balu auf. Tschüss. Ich Balu euch gleich mal was, ja? Wo wollt ihr hin? Mariechen muss mal und ich auch. Ja, und du, wo willst du hin? Ich sag dir nur, wo das Klo ist. Tja. Dann wird Onkel Balu den Panther mal auf die Bäume jagen, damit er in Ruhe den Dschungel fegen kann. Hey, was soll das denn? Wisst ihr schon das Neueste? Was denn? Die Hansen kommt nicht mehr. Wie, sie kommt nicht mehr? Sie hat gekündigt. Ach, du spinnst doch. Nein, sie hat wirklich gekündigt. Sie möchte lieber in Australien bleiben. Das habe ich gerade persönlich von Stolberg gehört. Der wird dir gerade auch sowas erzählen. Mir nicht, aber Wölfchen. Ey, deswegen war Halla wahrscheinlich auch so daneben. Genau, die Hansen hatten neuen. Und das hat dir Gubi auch erzählt? Nee, aber das kann man sich doch in 3 Fingern abzählen. Na, dann zähl mal fleißig. Erstens, der Halla war total daneben. Zweitens, die Hansen möchte lieber in Australien bleiben. Und drittens, Guppi wusste es vor, Halla. Das glaube ich nicht. Ich schon. Also ich finde, irgendwie passt das total zu Hansen. Hä, wieso? Na, denk doch mal an die Sachen mit den Fotos damals. Das hätte genauso gut wie ihr passieren können. So geil, wie du darauf warst, Fotos von dir machen zu lassen. Ach, jetzt hör doch mal auf. Vielleicht haben die beiden auch einfach gemerkt, dass sie nicht zusammenpassen. Das sehe ich genauso. Schließlich gehören zu einer Trennung immer noch 2. Soll ich mal was sagen? Statt hier einfach so dumm rumzureden, sollten wir uns um Halla kümmern. Habt ihr den Sven Koslowski gesehen? Nee. Sven, Augenblick. Ich glaube, wir müssen dringend miteinander reden. Tut mir leid wegen der Sache heute früh. War nicht gegen Sie. Ja, ja, davon gehe ich aus. Also jetzt sag mal, was ist denn eigentlich das Problem zwischen dir und Dennis? Also wenn es damit zu tun hat, dass Dennis eine andere Hautfarbe hat, dann kriegst du allerdings ein Problem mit mir. Quatsch, wie kommen Sie denn darauf?
Von mir aus kann Dennis rot oder grün oder gestreift sein. Ich habe bloß keine Lust, mich umbringen zu lassen. Nur mal langsam. Wer bringt wen um? Dennis hat mich heute Nacht überfallen. Er dich? Also das kann ich mir ehrlich gesagt nicht so gut vorstellen. Und was ist das hier? Aber ja. Die Kratzer sagen aber nichts darüber aus, wer angefangen hat. Ich habe aber nicht angefangen. Ja, wenn ich Dennis frage, behauptet er wahrscheinlich dasselbe. Ach, vergessen Sie's. Der Schleimer hat sich doch auch schon voll eingewickelt. Was soll das denn jetzt heißen? Dass der Typ sich überall in den Mittelpunkt schieben muss. Oh, Frau Gallwitz, sie reicht uns ihre Hand. Bla, 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 bla. Hör mal. Du bist doch von euch beiden der Stärkere. Na und? Ja, vielleicht solltest du versuchen, dass ihr besser miteinander auskommt. Sie denken wohl, der Stärkere gibt nach. Nee, nee, umgekehrt wird ein Schuh draus. Na schön, wenn du meinst, dann werde ich mal mit Dennis reden. Ja, und fragen Sie ihn gleich, was er davon hält, wenn der Schwächere nachgibt. Ja, vielen Dank nochmal für Ihren Anruf. Hm? Wiederhören. Johannes! Okay, ich muss weiter. Ciao. Okay, wir sehen uns. Na? Ich habe eine riesen Überraschung für dich. Weißt du, wer mich gerade angerufen hat? Keine Ahnung, Papa? Ach nein. Euer Herr Dr. Wolfert. Wölfchen, was will der denn von dir? Er hat mir angeboten, als Lehrerin auf Schloss Einstein anzufangen. Auf einer ganzen Stelle. Du auf Schloss Einstein? Und ab wann? Ab sofort. Und was mit deiner anderen Schule? Ach, meine Direktorin wird nichts dagegen haben. Sie hat ja gewusst, dass ich mich bei euch bewerbe. Also, was sagst du? Willst du die Wahrheit wissen? Ja, natürlich. Ich find's total peinlich. Vorsicht mit dem Zimt. Du hast gehört, was Onkel Heinz gesagt hat. Aber ich hatte die Dose zuerst. Lass los! Ach, Kinder, der Zimt gehört auf die Eierkuchen und nicht auf den Tisch. Guck mal, Onkel Heinz. Sehr schön, Mariechen. Aber ich mag's nicht so gerne, wenn man mit Essen spielt. Wieso denn nicht? Ja, weil... Augenblick mal. Pasolke. Hallo, ich bin's, Onkel Heinz. Na, wie läuft's denn mit den Kindern? Hm? Danke der Nachfrage. Bis auf, dass sie gerade fast meinen Zimt auf dem Tisch verstreut haben und heute Nachmittag auf dem Flur das ganze Dschungelbuch mit Kreide aufgemalt haben. Hervorragend. Willst du sie sprechen? Nein, 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 jetzt nicht. Aber grüße ganz lieb von mir, ja? Was ist denn? Gibt's ein Problem? Ja, mein Wagen. Der Anlasser hat den Geist aufgegeben und die in der Werkstatt sagen, das Teil kommt nicht vor morgen früh. Würde es dir denn sehr viel ausmachen, wenn die Kinder noch bis morgen bei dir blieben? Das sag ich Mama. Nein, natürlich nicht. Wirklich nicht? Ja, wenn ich das so sage, dann meine ich das auch so. Ach, danke, Heinz, du bist ein Schatz. Und gib den Kindern einen dicken, fetten Kuss von mir. Hey, Mama, bis morgen. Hallo? Das hast du alles selber gemacht. Aber du hast da mitgemacht, zum Beispiel an meinem Arm. Pech. Also, genau genommen haben wir überhaupt keine Verpflichtungen Dennis gegenüber. Er ist durch kein Auswahlverfahren gegangen. Niemand hat ihn hier angemeldet. Ja, und was ist jetzt mit Sven? Ja, aber die Alternative kann doch nicht sein Sven oder Dennis, sondern nur Sven und Dennis. Genau, Sie sagen es. Sven und Dennis, gleichzeitig hier auf dem Internat. Das bedeutet, dass wir uns um beide in gleicher Weise kümmern müssen und uns nicht gegeneinander ausspielen lassen. Na gut, also wenn wir uns in diesem Punkt einigen können, dann ziehe ich meine Vorbehalte zurück. Ich sehe keinen Widerspruch. Nein? Hallo Sven, was gibt's denn so Wichtiges? Wir sind mitten in einer Konferenz. Ich lass mir das nicht länger gefallen. Ich hau ab. Alles ist relativ normal. Alles ist uns manchmal echt egal. Selbst Einstein hatte nur eine 4 in Mathe und war später mal total genial. Alles ist Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen.